Ah, Siege Recap. Dieses Mal gegen Squad Zero und KD Unity, der erste Siege der Season. Falls du jetzt gerade auf YouTube zuguckst, danke, danke, danke schön. Lass doch ein Däumchen da, es wäre ein Träumchen. Und jetzt viel Spaß im Recap. Alarm! Alarm! Erste Offense gegen Shizumi. Von Squad Zero bin ich rein mit Mirrina, Kona, Lucian. Lucian nochmal mit einem Dark Damage Artefakt. Ich outspeede, ich buff mit Kona Lucian und lösche bestenfalls diese Defense. Ich outspeede. Dann kommt Kona dran, bufft mit den Lucian. Lucian wirft seine Karten, macht hier fast 23.000, 20.500 und hier 19 und ein bisschen was auf der Shayna. Ich habe auch die Shayna lustigerweise dreimal gekrittet. Passiert auch selten. Da ist die komplette Defense einfach gelöscht geworden. Hoppla. Dann haben wir Cardiac Unity, Geldnir, Shayna, Martina. Bin ich rein mit Feng, Lulu, Tessa. Tessarion, um die Martina einfach in Oblivion zu packen. Dann kann sie keine Buffs mehr klauen, dann kann ich halt komplett durchbuffen. Und dann töten wir nach der Reihe Martina, Shayna und dann Geldnir. Warum die Defense mit Geldnir gestellt wird, weiß ich nicht. Das ist gar nicht mal so gut. Also ohne Witz, das ist irgendwie einfach interessant. Ein Proc mehr vielleicht von den MST und mein Ding wäre gestorben, mein Feng, das kann sein. Hat aber zum Glück nicht mehr geprockt, das Zeug. Ja, und jetzt hat er keine Stacks mehr. Dann ist die Martina weg. Dann als nächstes prügeln wir hier auf die Shayna ein. So, die macht jetzt noch ein bisschen Damage, kein Problem. Fällt um. Und dann der Geldnir. Diese Defense ist ziemlich sicher auch Lucian-proof. Also allein, weil Geldnir halt drinsteht und halt wieder gegenheilt. Aber ist halt auch irgendwie anfälliger gegen alles andere. Also man kann auch nicht mit Traktor Lulu Windy rein, fällt mir gerade ein. Weil Windy halt auch Buffs gibt und Geldnir dann permanent heilt. So, dann haben wir das gleiche nochmal und dann bin ich halt einfach rein, weil ich mir dachte, Moment mal. Die, wenn ein bisschen Damage machen, ist kein Problem, aber die haben halt keine Immunity, kein Cleanse, nur dieses bisschen Heal von Geldnir. Da habe ich mein Trash Varrod ausgepackt mit richtig schlechten Runen. 100 Res Abellio und eine Nana. So. Ja doch. Also, er ist halt einfach dem CC von Ding dann ausgeliefert. Von Varrod. Und sollte er Nana einmal töten, ist kein Stress, die kommt er wieder. So, hier machen sie jetzt fröhlich Damage hier drauf. Dann heile ich einmal durch, 20.000 Heal, perfekt. Dann einmal Defense breaken und jetzt kann ich halt CC und Damage fahren. Töte als erstes auch wieder die Martina. Und solange ich keine Buffs bekomme, bekommt der Geldnir auch keine Stacks. So, der steht jetzt einfach nur da. So. Dann heile ich ja weiter durch. Prügel halt auf die Shayna ein, so. Funktioniert ganz gut. Das ist, glaube ich, auch ein Crit-Damage, Geldnir. Oder warum macht der 5000 Damage? Mit dem ersten Skill. Ja, wobei 1200 Non-Crit, ja, aber auch kein Defense-Break. Ich weiß nicht, wie die den gebaut haben. Aber es könnte sein, dass das Speed-Crit-Damage-HP gebaut ist. Oder einfach nur so auf High-Crit-Rate oder irgendwas. Weil sonst macht er wirklich gar nichts in dieser Defense. Der Geldnir. Ja, und Shayna steht jetzt noch alleine da. Fällt jetzt auch gleich einfach um. Yippie. Bisher 3 Wins. So, dann haben wir Arto Flamingo aus Cardiac Unity mit Mo, Kinky, Ashir.
Da bin ich rein mit Moharmonia und Arnold, weil mir halt die Icarus, die habe ich in einer anderen Offense genutzt. Und ich bin so ein Idiot, dass ich vergesse, auf meinem Arnold Nemesis-Runen draufzupacken. Der hat halt einfach ein Willis-Set. Das heißt, wenn er jetzt von Molo Skill 3 wird, cuttet er nicht dazwischen und kann sich nicht heilen. Und genau das passiert halt auch einfach. Er wird mit Molo Skill 3, bekommt den Damage von Kinky ab. Escher springt auf Arnold tot. Super dumm. So, dann mache ich hier den Damage auf Molo. Ja, ist einfach verloren so. Kann ich direkt aufgeben. Super dumm. Hätte ich Nemesis auf dem Arnold gehabt, hätte er den Turn bekommen, hätte Molo getötet, hätte er seinen dritten Skill dann wieder ready gehabt und hätte sich geheilt. Oh ne, ich werfe halt einfach den Win weg. So, dann bin ich in MST, bin ich dann rein mit Moharmonia Icarus. Hey, kein Siege ohne diese Offense, ich sag's immer. Hab's einfach mal ausprobiert, ob das funktioniert. Es war in einem 5-Star-Tower drin gestanden. Kann man schon mal testen. Ja. Skill 3 auf Harmonia. Icarus tötet dann diese Triana. Und da stehen nur noch die Twins. Ganz cool. So, dann ziehen wir die Shayna ein bisschen runter, töten jetzt gleich Shayna. Und, naja. Irgendwie funktioniert's. Ist halt nicht safe, aber hey. Es macht den Job. So, dann haben wir Brixton aus Squad mit Iuno, Molly und Abigail, die Tourney-Defense der guten Boys. Bin ich rein mit Triana, Kinky und der guten neuen Delphoi. Delphoi hat ja mittlerweile Oblivion. Dachte ich mir, das ist vielleicht ganz cool mit Oblivion dann auf Iuno. Ich habe halt voll vergessen, dass die auch ein Reset hat. Also habe ich das Oblivion gar nicht gebraucht. So, ich schieße hier einmal auf die Abigail. Habe erstmal geguckt, okay, was hat die an HP? Wie sieht das aus? Was macht dieses Monster? Dann habe ich gesehen, okay, der Iuno ist, glaube ich, squishier. Dann gehe ich halt auf den. So. Bisschen Damage drauf. Dann auch der Defense Break. Ich bekomme einfach 2 Procs. Und hier denke ich mir jetzt, ja, voll smart, Oblivion. Ja, ich increase einfach Cooltime mit dem Skill 2. Und dann brauche ich das Oblivion ja gar nicht mehr, weil er hat ja Cooldown jetzt auf dem zweiten. Hoppla. Dann als nächstes halt auf Abigail, die halt jetzt nur noch in Kinky reinballert und die ganze Zeit Revenges frisst. Und, ja, und dann steht halt noch Molly. Ich habe Destroy auf Triana und Kinky. Das heißt, die verliert halt nach und nach auch ihre HP. Und durch Oblivion auf Delphoi, wenn sie trifft damit, kann sie sich auch nicht selbst heilen. Und das dauert halt irgendwie Ewigkeiten, wo ich hier drauf prügel. Irgendwann ist sie halt komplett destroyed. Hier ungefähr. Und dann fällt sie um. Wow, wow, wow. Dann haben wir Cardic Unity Haruneck mit Nana, Iris und Shazam. Bin ich rein mit Ming, Riley und Tessa. Tessarion einfach den Passiv von der Iris nochmal zu deaktivieren. Oder wenn nötig, dann die Nana zu deaktivieren. Als erstes gehe ich auf die Iris, weil sie halt mir halt einfach auf den Sack geht mit ihrem komischen AoE und Gestunne. Ja. Bekomme hier den Silence ab, ist kein Problem. Triple Crush mit Oblivion, perfekt. Jetzt kann ich einfach auf die Iris einprügeln, töte sie zum ersten Mal. Nana, kein Stack mehr. So. Buffen einmal durch, Immunity. Dann schießen wir drauf, Oblivion drauf. Jetzt kann er nicht mehr strippen.
Kashi, danke für den Gifted-Sub an Snuggle. Vielen, vielen lieben Dank dir. So, sie immer noch im Oblivion, kann nichts machen. Und man muss einfach nur ein bisschen warten. Dann macht der Jüngste auch irgendwas. So, weg mit der guten Iris. Dann Damage auf Shazam. Die Nana lasse ich ihm stehen. Die prügelt einfach nur die ganze Zeit auf den Tessarion ein. Und weg ist er. Beziehungsweise halt am Dodge stirbt er sowieso. Nana alleine macht gar nichts mehr. Und die fällt dann auch gleich in Dreck. So. Dann haben wir als nächstes Sapyn, Sapyn, wie auch immer. Mit Nana, Bella und Shazam bin ich rein mit Galleon, Poseidon und Tiana. Outspeeden, buffen, damagen, win. So der Plan. Und ich outspeede. Ich buffe und debuffe. Skill 3 Poseidon tötet Nana und Bella. Skill 2 Tiana tötet Nana. Und dann tötet man noch Shazam, haben gewonnen. Wow, wow, wow. So, dann haben wir nochmal MST. Bin ich rein mit Kakeno, Dover, Bethany. Kennen wir mittlerweile. Sehr viel Damage auf Feuer auf dieser Bethany. Kakeno ist da, um halt dann Martina Triana zu töten. Dover für den Attack Buff für Bethany und den Buff. Wir kommen zuerst ran, buffen, schießen auf die Shayna. Sie ist weg. Dann haben wir noch Martina und Triana. Martina natürlich standardmäßig geht auf den Dover wegen Elemental Advantage. So, machen wir einfach weiter Damage auf Martina. Richtig viel Damage von dem Kakeno an der Stelle. 10.000, wow, wow, wow. Ich brauche mehr Crit Rate auf dem, habe ich gemerkt. So, und dann steht nur noch Triana alleine da. Bekommt nochmal den Skill 3 von Bethany ab und fällt um. So, und dann hatten wir diese gleiche Defense nochmal. Und ich bin mit der gleichen Offense rein. Problem ist, ich habe danach zu schnell geklickt. Und konnte nicht mehr aufnehmen. Aber, genau, das war hier nochmal von Shizumi. Also der gleiche Typ wie, wo war's? Hier vorne irgendwo. Genau, der gleiche Kollege wie hier. Shizumi hatte ja zwei MST stehen hier in diesem Tower. Hier hatte er zwei MST stehen. Und ich bin nochmal rein mit Kakeno, Dover und Bethany. Lustige Geschichte, die zweite Defense von ihm hatte eine Shayna mit absurd viel Minus Dark Damage drauf und ich schieße da mit meiner Bethany rein und wundere mich, warum die noch steht und warum ich nur 34.000 Damage mache, statt irgendwie 46.000. Ja, schön. Er hat mich outsmartet und hat halt einfach dann Defense Win gehabt. Well, fuck. Blöd gelaufen. Ich hatte 8 Wins. 2 Losses. Einmal wurde ich outsmarted. Mit der Minus Dark Damage auf der Shayna. Ja, und das andere Mal war ich dumm und hatte keine Nemesis-Runen auf meinem Arnold. Hier irgendwo. Ja, genau hier. Hier hätte ich halt einfach Nemesis auf Arnold gebraucht. Dann hätte er zumindest den Turn noch bekommen. Hätte ich vielleicht noch 9 Wins gehabt. Das war einfach nur, ich bin in die Trap gelaufen. An sich aber ganz okay. 8 Wins gegen Cardiac Unity und Squad Zero bin ich zufrieden mit. So viel zum Recap.